Moin ihr Lieben, ich bin Marco, ich bin Unternehmer, ich bin Schäfer und Schafliebhaber. Ich liebe auch alles, was mit Wolle zu tun hat und den Produkten daraus. Und der ein oder andere kennt mich vielleicht aus dem NDR. Aber wir können nicht alle mit einem MacBook und einem Chai Latte in Berlin in einem Coworking Space sitzen und die 10. Dating-App erfinden. Und heute zeige ich euch mal unseren Hof hier, was wir hier machen. Wir haben viel, viel Platz und es gibt viel zu zeigen. Wir stellen Textilien her, das heißt, wir produzieren Produkte. Wir haben also mit Stoffen zu tun, mit Dingen, die irgendwie voluminös sind. Und dafür braucht man viel Platz. Wir haben eine ganze Weile in einer Drangsalsituation gelebt. Wir hatten nämlich überhaupt gar keinen Platz. Wir haben hier in so einem kleinen Mini-Anbau gelebt und gearbeitet und uns gegenseitig auf den Füßen gestanden, im Grunde genommen. Ne? Ich bin hierher gezogen mit 28 auf diesen Hof und habe gedacht, boah, geil, Alter, ein großes Haus, viel Nebengelass. Hier kann sich die Firma entwickeln und hier geht mir keiner auf den Sack. Und das war aber eben weit gefehlt. Wir sind hierher gekommen und es ging sofort los. Wir hatten hier sozusagen diesen kleinen weißen Anbau, den haben wir umgebaut, haben da drin produziert und sofort kam das Bauamt und Gewerbeaufsichten und alle kamen wie die Schmeißfliegen zum Scheißerhaufen hin und haben angefangen, uns irgendwie hier fertig zu machen. Und wir haben uns aber irgendwie dagegen eine Menge gewehrt und haben konstruktiv natürlich auch mitgearbeitet mit der Bürokratie und haben es geschafft, tatsächlich dieses ganze Gebäude umzubauen und jetzt legal hier zu produzieren. Also Leute, ich habe Bock, was anzupacken. Ich habe Bock, die Welt zu verbessern. Aber irgendwann muss auch mitmachen. Ansonsten können wir es lassen. Ich bin eigentlich kein Wutbürger. Oder das heißt, natürlich beklage ich mich über Dinge. Also ich kann schlecht irgendwie Ungerechtigkeiten aushalten. Ich kann schlecht Situationen aushalten, die eigentlich verbessert werden können, wo es irgendwie an irgendeiner beschissenen Spitzfindigkeit in irgendeiner Bürokratie hakt oder sowas. Sowas halte ich ganz schwer aus irgendwie. Das heißt, dadurch ist das irgendwie schon bezeichnend für mich. Aber es gibt ja hier sozusagen auf dem Hof noch viele andere Facetten, außer dass ich mich über irgendeine Scheiße beklage. Ich bin hierher gezogen und habe sofort auch Schafe hier gehabt. Aber ich habe schon vorher Schafe gehabt. Also ich bin mit 14 sozusagen, habe ich das erste Mal mit Schafen zu tun gehabt. Und das hat mich nie wieder losgelassen. Das ist wie so eine, ich weiß auch nicht, wie so eine Besessenheit eigentlich gewesen, ein bisschen auch. Ich bin an Schäfern zugelaufen, wie so ein Köter, habe denen geholfen irgendwie, habe meine Freizeit bei denen verbracht. Und habe halt alles sozusagen gelernt, was es da so zu lernen gibt irgendwie. Und habe jedes Mal gesehen, dass jedes Jahr die Wolle nach der Schafschuhe, ein Schaf muss geschoren werden, jedes Mal wird die Wolle vernichtet. Entweder geht sie zum Abdecker, also zum, ne, klar, oder sie wird in der Kuhle verbrannt, auf dem Misthaufen, solche Geschichten. Und das habe ich nicht aus, oder das habe ich, guck, das ist auch etwas, was ich ganz schwer ausgehalten habe wieder, ja, weil das einfach bescheuert ist. Weil die Faser an sich, also das Material an sich, ist extrem performant, das heißt extrem leistungsfähig. Das wollte ich gerne nutzen und sozusagen, wie sagt man in Berlin, würde man sagen Upcycling. Nicht? Also ein Abfallstoff zu etwas sehr, sehr hochleistungsfähigem veredeln. Das wollte ich gerne machen und darum habe ich die Firma gegründet. Habt ihr eigentlich einen Wachhund? Die sind besser als ein Wachhund. Als jeder Wachhund. Und die schlagen immer zuverlässig an. Und an sowas gewöhnst du dich auch nicht, das ist immer nervig. Also du weißt immer, wenn was los ist dann. Die gibt's ja auch nur bis Weihnachten. Genau, dann werden sie gegessen. Genau. Ich kann mich daran erinnern, an so eine Schlüsselsituation. Da stand ich am Strand und ich gehe gerne Windsurfen. Das ist sozusagen, ich komme von der Insel Rügen, da bin ich geboren, aufgewachsen. Und dann ist das irgendwie so normal. Da geht man Windsurfen oder segeln oder irgendwie so. Und dann stand ich am Strand irgendwie und nach so einer Surf-Session und alle hatten solche widerlichen, faserverstärkten Mülltüten an, nicht? Mit so einer Tatze drauf oder hier mit Nordgesicht und so und nicht? Patagonia oder wie sie alle heißen. Alles widerlicher Kunststoff. Und da habe ich gedacht, warte mal, aber wir haben doch gerade gestern Schafe geschoren und die Wolle nicht weggeschmissen. Wieso kann ich nicht eigentlich mit einem vernünftigen Style, wo ich mich jetzt hier nicht in dieser Runde verstecken müsste, am Strand beim Surfen. Wieso kann ich nicht diese Wolle nehmen und daraus was Geiles machen, was hier funktioniert? Und zwar in Deutschland. Dann bin ich nach Hause gefahren, habe das gegoogelt, ob es das gibt, und das gab es nicht. Und dann habe ich gedacht, na, vielleicht gibt es ja noch ein paar andere Verrückte oder irgendwie Idealisten sozusagen, die da auch Bock drauf hätten. Das ist schon 8 Jahre her, ne? Da war es mit Fair Fashion und so, da war das noch gar nicht so weit her. Und dann habe ich gesagt, da mache ich selber. Dann habe ich 300 Kilogramm Wolle genommen von einem befreundeten Schäfer. Und damals hatte ich so einen Bulli, so einen T4, so ein, ne?
Und da bin ich losgefahren, quer durch Deutschland und habe Betriebe gesucht, die sowas noch verarbeiten können. Und da gab es ganz wenige. Also da gibt es nach wie vor ganz wenige. Ne? Ich habe auf jeden Fall Bilder noch von dem allerersten Pulli, den wir gemacht haben. Das kann ich euch mal zeigen. Da habe ich Dreadlocks bis hier. Sie fragen sich, ob ich gekommen bin, um ihre Situation. Weil meistens, wenn ich komme, verbessere ich ihre Situation irgendwie. Ich bringe Wasser oder ich bringe ein Leckerli. Oder ich koppel sie um, dann sind sie auf einer neuen Fläche, dann ist wieder frisches Gras da und so weiter und so fort. Deswegen fragen sie sich, was hat er jetzt vor? Und sind sehr aufmerksam. Nicht? Also ich sozusagen weiß schon aus der Ferne, wie es den Tieren geht. Ich muss gar nicht hierher kommen und gucken. Ich kann das, es klingt ein bisschen weichgewaschen esoterisch, aber das ist so. Verstehst du? Aber ich habe ja auch nun wirklich schon lange Schafe und habe sehr, sehr früh damit angefangen. Und die Tiere sind alle top gesund. Es gibt keine kranken Tiere. Ich habe auch kaum Ausfälle sozusagen. Ich kenne auch diese Tiere alle. Nicht? Für dich sind das jetzt hier 14 Schafe. Ne? Du guckst jetzt hier, da sieht, wenn ich jetzt einmal so mache, nicht wahr? Jetzt kommen sie zurück und du erkennst kein Schaf mehr von denen. Weißt du, wie ich meine? Du weißt jetzt nicht, wo hat eins gestanden oder so. Nicht wahr? Aber ich erkenne die Schafe am Gesicht. Komm, Schaf, komm. Komm. Ja, komm her. Komm her, Schaf, komm. Komm. Komm, Schaf, komm. Ja, komm, Schaf, komm. 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 Komm, komm. Komm. Ja, was habe ich hier? Was habe ich hier? Ja, komm. Ganz vorne steht ein Schaf. Das hat nur eine Ohrmarke auf der rechten Seite und auf der anderen Seite so ein Loch, wie so ein Tunnel. Das ist ein altes Schaf. Die ist schon 8 Jahre alt. Und die anderen sind alle letztes Jahr geboren. Also aus Mai 2022 sind die. Und ich habe die Alte immer mit hier drin, weil die Alte wird dann sozusagen das Führungsschaf und die ganze Herde ist viel entspannter. Wenn ich die Alte nicht drin hätte, würden die anderen immer am Zaun testen, ob sie rauskommen. Das sind ja junge Schafe, die sind abenteuerlustig und neugierig und so weiter. Und die Alte bringt die dann immer so ein bisschen sozusagen in die Spur wieder. Ne? Und so muss man halt sozusagen so eine Herde sich zusammenbauen, auch aus verschiedenen Temperamenten und so. Schafe ist so eine Sache. Bei uns, wir machen Landschaftspflege hier, das heißt, wir halten die Schafe nicht fürs Fleisch, auch nicht eigentlich für die Wolle, sondern wir solche alten Rassen halten, wir bekommen Subventionen dafür, dass wir Flächen pflegen. Das heißt, wir machen Beweidung auf der Fläche und dadurch erhöht sich die Artenvielfalt auf der Fläche extrem. Das heißt, warum? Wie passiert das? Das heißt zum Beispiel, hier siehst du, ist noch viel langes Gras zum Beispiel. Ne? Hier hat es nicht so geschmeckt. Da war es nicht so geil. Und an einer anderen Stelle, da haben sie so tief gefressen, dass hier richtig alle Wurzeln weg sind. Guck mal, hier stand Vogelmiere oder so, ja? Und jetzt können hier Lichtkeimer kommen, ja? Also Pflanzen, seltene Pflanzen, die Licht brauchen, um zu keimen und zu wachsen. Und an einer anderen Stelle stehen noch Sprossachsen von anderen Pflanzen. Und da gehen Insekten rein, legen ihre Eier hinein. Wilde Bienen überwintern in den Sprossachsen, nicht wahr? Man sagt, das Schaf frisst selektiv. Dadurch erhöht sich die Artenvielfalt auf einer Fläche durch Beweidung mit dem Schaf extrem. 100-mal krasser, als wenn wir das mit dem Rasenmäher machen würden, okay? Und dafür kriegen wir Kohle. Wir beweiden Naturparks, Biosphärenreservate, wir bewahren Photovoltaikanlagen vor Verbuschung, wir beweiden alte, verlassene Truppenübungsplätze, wir pflegen die Lüneburger Heide. Die Lüneburger Heide gäbe es gar nicht ohne Schafe, ohne Landschaftspflegeschafe. Okay? Und dafür kriegen wir also ein Geld. Das heißt also, wir schlachten die Tiere nicht ständig und so weiter und so fort, sondern ein Schaf bei uns wird so um die 12 Jahre alt und determiniert ist das dann dadurch, dass ein Schaf sozusagen verliert irgendwann die Zähne. Schafe haben nur hier unten im Kiefer Zähne und oben eine Hornplatte und sie mahlen ihr Futter gegen diese Hornplatte gegen. Und diese Zähne werden irgendwann lose. Einmal im Jahr habe ich jedes Schaf in der Hand, dann gucke ich mir das alles an, gucke ich ins Maul, alles schickimicki und so weiter und so fort. Und wenn ich merke, die Zähne werden locker, dann essen wir das Tier auf. Weil dann, wenn ich das nicht mache, dann wird im Jahr darauf eine ganz, ganz leidvolle Situation für das Schaf eintreten. Verstehst du? Und das nehmen wir einfach vorweg. Also wir haben hier nur Tierärzte, die Kleintiere machen. Ich habe in meinem Einzugsbereich hier keinen, der hier rauskommen würde, der noch Großtiere macht. Das ist eine große Mangelversorgungssituation hier. Aber ich habe da auch kein Problem mit, weil das habe ich im Griff. Ich hole ja auch die Lämmer irgendwie, wenn eine schwere Geburt ist, hole ich die Lämmer raus und so und mache die Erstversorgung und alles. Aber wir können natürlich auch mal ein Schaf schlachten, wenn ihr wollt. Da
Das gehört natürlich auch zur Realität dazu. Ne? Ich habe mit 14 aufgehört, Fleisch zu essen, weil ich einfach sozusagen darüber nachgedacht habe. Und irgendwann ist man sozusagen ja so weit, dass man das irgendwie reflektieren kann. Was macht man da eigentlich? Dann habe ich gedacht, okay, ich weiß nicht, wo das herkommt. Ich weiß nicht, wie hat das Tier gelebt und wie ist das Ende von dem Tier gewesen. Ich kann das nicht vertreten. Und ich esse erst wieder Fleisch, seitdem ich das selber produziere, komplett selber mache. Wir haben Hühner, die esse ich auf. Wir haben Schafe, die esse ich auf. Oder mal eine Ente oder so. Ja. Wenn ich jetzt irgendwo Gast bin oder so, dann bin ich nicht militant und sage, nee, das esse ich jetzt aber nicht oder so. Aber ich vermeide das so. Nicht? Und wir sind ja hier auch nicht in Berlin, wo irgendwie der nächste Döner um die Ecke ist. Oder so. Also ne, wir versorgen uns ja hier irgendwie auch selber. Okay, Leute. Jetzt habe ich ein bisschen abgeschwuft heute, abgeschwiffen. Aber falls es euch gefallen hat, die Informationen, die ihr heute hier gesehen habt, dann lasst uns doch mal ein Like da oder abonniert den Channel, wenn ihr Bock darauf habt. Wisst ihr, ihr müsst mir ein bisschen helfen vielleicht dabei, weil ich bin ja jeden Tag in meinem Tagesablauf drin. Das heißt, für mich ist das irgendwie ja nicht so wahnsinnig interessant oder ich kann vielleicht nicht einschätzen, was euch davon interessiert und was nicht so eure Lebensrealität ist. Wenn ihr mir dabei helfen wollt, hier einen interessanten Auftritt zu machen, dann schreibt uns in die Kommentare, worauf habt ihr Bock, was wollt ihr sehen und schaltet beim nächsten Mal wieder ein.